Gehen wir mal rüber zu einem neuen Video von, dass ich das mal sage, von Leon Mascher. Gehen wir mal rein. 24 Stunden im Knast, Apo Red und Leon. Beruht auf einer fast wahren Begebenheit. Ah ja. Ich würde sagen, dann gehen wir nochmal rein und schauen uns das mal an. Ach Gott, die zwei zusammen, Alter. Das kann ja was werden. Los geht's, ihr geht rein. Ganz ruhig, komm. Alle meine vergangenen Taten. Nix, nix. Wir haben Ikea, wir haben Kino, wir haben Schule. Es ist so viel passiert, aber irgendwann kommt ein Punkt, wo du denkst, wie geht es weiter? Hey, wir sind hier nicht auf der Straße, okay? Die Straßen gehören uns. Die Leute haben einfach vergessen, wer wir sind. Endlich kriegst du das, was du verdienst. Die haben den Respekt von uns. Alter, was ist das denn? Geht schon los? Gehört das schon dazu? Vor allem dieser Typ, dieser Wärter da, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Wer ist das? Irgendwie kommt er mir bekannt vor. Verloren und behandeln uns wie Schmutz. Gib doch wenigstens eine Decke oder sowas, Mann. Ich hab nicht mal was zu trinken. Schmutz bleibt Schmutz. Die Hoffnung war verloren. Alles schien zu Ende zu sein. Was soll ich hier nur all die Jahre machen, Mann? Fuck! Ist echt so, was sollst du all machen all die Jahre? Ohne Steckdosen, ohne Beleuchtung. Ist das hier ein Bett? Ich geh mal ganz kurz. Nein, das ist kein Bett. Moment. Das ist eine Tür, oder? Hier ist doch so ein Türgriff, Alter. Was ist das? Haben die einfach über die Tür einen Spannbettlaken drüber gezogen und so zu tun, als wär's ein Bett? Da, Klo irgendwie, ja, ist klar, okay. Es wird spannend, es wird spannend. Ich dachte, das war's für immer. Aber dann ist mir klar geworden, dass nach jedem Regensturm auch wieder die Sonne scheint. Scheiße. Nach jedem Regensturm wieder die Sonne scheint. Spannendes Zitat, Alter. Vor allem, wo haben wir das gedreht? Ist das eine alte, verlassene JVA oder was? Das ist eine geile Location, auch so für verschiedenste Sachen. Das ist eine coole Location. Ah, doch, es gibt noch Steckdosen, okay. Er ist auf die Tür gesetzt. Scheiße, Mann, Alter. Hätte ich bloß gegen Standards gewonnen, dann wäre alles anders gewesen. Eins hat mich meine Nachbarin Gisela gelehrt. Egal, ob du Schmutz bist, gib niemals auf. Ich hab doch gesagt, ich bin unschuldig, Mann. Ich bin unschuldig. Ja, jeden Tag. Das ist hier dein neues Zuhause. Meine Güte, ich will mal einen anderen anrufen, Mann. Ich sag's euch, ich werde euch alle so hart verklagen. Ihr werdet es alle so hart bereuen, ich sag's euch. Ihr werdet es so bereuen, ihr werdet es hart bereuen. Du kannst doch gar keinen Anwalt leisten. Ich bin hier der Chef. Aber hier noch. Bitte, nochmal zurück. Ich muss mir das nochmal geben. Oh, warte mal. Was? Was macht jetzt dein Kopf? Leisten, ich bin hier der Chef. Wir beide dabei lachen einfach nur, Alter. Es ist halt special, das Ding hier. Haben wir noch einen Schmutz-YouTuber? Wie noch ein YouTuber? Was redest du, Digga? Mach's dir mal bequem in deinem neuen Plan. Hey, wer ist er? Er kommt mir übelst bekannt vor. Keine Ahnung. Ey Leute, macht ihr das nicht? Schlaft ihr nicht auch so ab und zu auf ein paar Fenstern? Ist doch das ganz Normalste auf der Welt. Standard einfach. Dann ist es soweit. Das große Comeback. Ich rechne immer mit allem. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Eine alte Bekanntschaft. Das ist dein erster Freigang hier. Benimm dich. Der Allerechte. Der Allerechte? Das heißt Red. Also hier warst du die letzten 3 Jahre, Alter. Digga, die haben mich auseinandergenommen auf YouTube wegen Fake-Pranks und so. Was? Voll übertrieben, Mann. Junge, was ist mit dir los? Ich dachte, du bist Millionär, Digga. Oder die erzählen voll die Scheiße über mich, Mann. Die Leute glauben das. Wo ist dein Lambo? Wo ist dein Range, Digga? Bruder, das ist alles doch am Start. Wo hast du die Million gelassen? Stimmt das? Bruder, scheiß drauf. Sag mal, wo hast du die Million? Oder Wärter ist hier direkt drauf. Stimmt das, dass du das Geld auf dem Friedhof vergraben hast? Sag ehrlich. Digga, der Wärter ist hier, Mann. Ich kann dir das erzählen. Bruder, bitte lass teilen. Naja, ohne Witz. Das ist so bescheuert, dass die da jetzt so ein Video drüber machen. Aber eigentlich ist das voll das erste Thema, Mann. Aber Mimi hat die beiden so auseinandergenommen, ey. Die kommen nicht mehr auf vernünftige Füße, ey. Wirklich, die müssen so ein Video drehen, um sich selbst zu verarschen.
So viel verpasst, Mann. Ich muss dir so viel erzählen, Mann. Na, aber kein Scheiß, Digga. Ja. Sind die alle gegen dich da draußen, oder die was? Die sind alle gegen uns, Mann. Die haben so eine Scheiße gebaut, alle, ne? Ne. Hey, ihr beiden, auseinander! Bro, ich hab was vorbereitet. Wir reden später in der Kantine, okay? Alles war haarklein geplant. Es durfte nicht schief gehen. Krass ist euer Fall einfach. Nur zwei Leute da eingesperrt. Sehr, sehr krasse JVA, auf jeden Fall. Die haben auf jeden Fall gar keine Platzprobleme da. Der Sound, Alter. Lasst es euch schön schmecken, wurde mit Liebe zubereitet. Was ist das denn, Alter? Digga, ich vermisse jetzt schon meine Birchies, Alter. Bruder, ist das Schwein? Boah, Digga, Alter, ich vermisse die alten Zeiten. Frag mich. Krasse Kantine. Red, du musst mir vertrauen. Der Wärter, der war im Krieg, Digga. Der ist sehr konsequent, sehr pingelig, Digga. Wenn wir hier nicht rauskommen, war es das bis an unser Lebensende. Oh, guck mal, wie es hier fast rausläuft, Alter. Ist so fast raus, ey. Ich sag dir, nutz die Zeit und vertrau mir. Der Wärter ist sehr vorsichtig, sehr pingelig. Deswegen sag ich dir jetzt den Plan. Ganz genau, 3 Jahre habe ich den geplant. Der kommt jeden Tag um 16 Uhr in meine Zelle. Und wenn er kommt, kommt er mir manchmal zu nah. Dann nehme ich seine Schlüssel und dann habe ich seine Schlüssel für die Luke oben. Dann hauen wir über den Dach ab. Übers Dach? Über das Dach, mein Lieber. Über den Dach. Du kannst gut klettern, Mann. Du musst mir vertrauen, ich habe das 3 Jahre lang geplant. Okay. Ah, dieses Mal werden wir es gar nicht. Oh, gefallen. Wie viele macht er? Bin ich gespannt. Weil das, wenn wir hier raus sind, werden wir hier alles übernehmen. Wenn dann richtig, Diggi. Dieses Mal machen wir es anders. Nur noch ein Tag musst du aushalten, Digga. Das kommt mir vor wie Jahre, Mann. Digga, du musst nur noch einen Tag aushalten. Dann habe ich es geschafft. Ach, das ist unangenehm, Alter. Das zu gucken ist so unangenehm. Das ist so unangenehm, Digga. Ah. Vertrauen wir einfach. Schön fegen, ich bin 10 Minuten zurück. Ich hab die Schlüssel, Digga. Toll, also nicht mal spannend, das sieht man. Fassbar. Versteck die unter deiner Achselhülle. Alles klar. Die Leute, wir haben. Wo ist denn seine Achselhülle, Alter? Wo ist denn seine Achselhülle? Achselhülle. Alles klar. Ja, da hinten, am Po, ist die Achselhülle. Die Leute, wir haben vergessen, wer wir sind. Die Leute haben den Respekt von uns verloren. Red, ich hab den Plan jahrelang geplant, Digga. Gleiches Dienst, wir müssen komplett durchziehen, Bro. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Der Wärter guckt, beobachtet uns schon die ganze Zeit. Guckt, beobachtet uns. Also die hatten nicht mal, das Ding ist, die hatten nicht mal die Zeit, das nochmal zu drehen, ohne Versprecher. Also ich finde, also ich muss persönlich sagen, das ist fast Julian Bam Niveau von der Videoqualität. Das ist schon krass. Gleich mit Besen im Gang 7. Mach dich bereit. Ich bin bereit wie noch nie. Wir haben schon so viele heftige Sachen geschafft und das werden wir auch schaffen. Tja, die beiden kommen hier niemals raus. Okay, komm. Ich bin ready. War so schlecht. Endlich, der Tag der Tage war gekommen. Ich konnte es einfach nicht glauben. Oh, ich bereite mich schon mal vor. Diesmal wird wirklich alles übernommen. Wünscht uns Glück. Oh. Alter, let's go. Bester Feuermelder immer. Wünscht uns Glück. Oh. Alter, let's go. Strick mal kurz was. Oh, das hat gut getan. Das hat sehr gut getan. Bleib hier drin, wir klären das mit dem Feueralarm. Komm jetzt, weil ich nicht hin. 3 Jahre, ey. Komm jetzt, weil ich hier keine Zeit. Weil ich rede, Digga. Wir haben keine Zeit, Mann. Schnell. Ich hab lange genug getan. Komm her. Schnell. Komm her. Krass, jetzt sind sie auf dem Dach. Auf dem Dach vom Knast. Jetzt bin ich schon, wenn sie rauskommen. Warte. Bück dich. Okay. 3, 2, 1. Jetzt komm. Warte mal, hier fehlt noch einer. Runter, bleib runter. Siehst du den Container? Kannst du gleich runterspringen. Digga, du musst unten bleiben. Bück dich mal, sonst werden wir erwischt. Du bist genauso weit oben wie er, Alter. Genauso weit oben. Ich hab das schon. Hör zu, ich zähl bis 3. Danach gehen wir runter. 1, 2, 3. Komm, weiter. Ist das schlecht. Wir sind doch gerade eben schon da drüber gegangen. Jetzt schon wieder. Oh nein! Red auf! Digga, die suchen uns schon. Wir sind schon aufgeflogen. Warte. Das ist so.
spring, 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 spring du zuerst! Spring du! Spring du! Spring du! Oh mein Gott! Ah. Alarmstufe rot! Der Hörer auf Chair und Ambulanz sind ausgebrochen! Hey, komm jetzt! Komm jetzt sicher! Ready! Das sind erwachsene Männer, ne? Es ist. Mir fehlen wirklich. Mir fehlen die Worte dafür! Gott, ist das alles schlecht! Ach du Scheiße! Lauf! Da sind sie! Hey, bleib stehen! Wo ist der Schlüssel? Digga, da ist er! Wo ist der Schlüssel, Digga? Wo ist der Schlüssel? Wir haben es gleich geschafft! Ist auf! Komm rein! Die kommen rein, Alter, die gehen noch raus! Warum komm rein, Alter? Warum komm rein? Weil ich pass auf, schnell. Komm rein aus dem Knast! Ah, ich zu jetzt! Ja. Oh mein Gott! Komm zurück! Ihr kommt hier rein! Ich komm niemals mehr zurück, niemals! Und ich hol meine Million zurück! Der Schmutz gehört hierher! Ich hab dir doch gesagt, vertrau mir! Drei Jahre hab ich gewartet! Hitler. Bruder, diesmal müssen wir alles auseinandernehmen! Ganz YouTube! Aktive Videos wieder von uns! Auf dein Kanal! Auf mein Kanal! Jetzt müssen die Leute das abchecken! Und ein weiteres Video auf mein Kanal, gerade jetzt online! Bruder, Apo Red und Leo Marcher, wir sind wieder weg, Digga! Brothers for life, Digga! Ach, Scheiße. So Leute, November, Dezember, CPM schmeckt. Oh, bitte nicht. Deswegen hier nochmal ein Ständchen für euch. Butzbach, Erwachsenenvollzug. Oh, Mutter ist im Knast heute zu Besuch, okay? Hör mir gut zu, Gangstershit. Ihr Kopftuch erkenne ich schon vom Fenster. Gott. Sam Hayabilla, dein Sohn ist ein Gangster. Statt Drogenhändler, Banker geworden. Deine Eltern wollten mich immer schlagen. Aber ich wollte Forscher werden. Aber die Grenze ist der Himmel. Vergiss nie, ich bin in der Justizvoll am Stein. Yeah. Was haben wir da gerade geguckt? Was war das bitte? Das war einfach die Definition von Fremdscham, das Video. Boah, wie unangenehm kann ein Video sein? Das Video hat alles getoppt für dieses Jahr. Ich habe viele unangenehme Sachen gesehen, aber das? Ja, okay. Sollen sie mal machen, die zwei, ey. Sollen sie mal machen. Ja, ich lass den ihr Ding. Sollen sie wieder mit YouTube loslegen? Besser nicht. Oh mein Gott, was ein Video, Alter. Was ein Video.